Hallo YouTube AdSense hier. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Start-Intro hier für den ER gemacht habe. Wenn doch, dann habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen. Das werde ich nachher mal auf dem PC suchen. Jo, ich habe weiter Zeit. Ich kann die nächsten Sachen durchgucken. Er kommt aus Halle, hat mir hier richtig viel vorbeigebracht. 1100 kann man es halt schon mal vorher sortiert. Das ist uninteressant für euch. Das sind 11 Euro halt als Bulk. Loots. Crap. Und jo, das ist die Box, da ist noch vieles anderes drin, auch vieles Neues, aber auch sehr viel Ramsch, Superwares und so. Gut, gehen wir da mal durch. Ja, ich bin mal gespannt, ob hier noch irgendwas Cooles dabei war, weil so richtig habe ich es noch nicht im Blick gehabt. Gucken wir noch mal. Haben wir ein Loser-Zeug? Haben wir ein bisschen OTS? Ah, die Armageddons. Aber die sind wegen DASA, glaube ich, wieder vom Preis her nicht so. Oder? Hier, die sind aus einem anderen Set. Ich glaube, die können wir mal ein bisschen auseinanderklamüsern und anders bewerten. Der Stein geht, glaube ich, super 2 Euro. Da haben wir noch eine OTS-Sache. Hier den Arsenal. Hier dann die vielleicht die. Und die Ray können wir auch. Wow. So viel ist es ja gar nicht wert. Aber guck mal, was wir hier noch so mitnehmen können. Babuska kann ich 1 Euro für geben. Die ganzen Sachen. Ihr seht hier vieles Neues dabei. Tank und noch ein Tanky zwischendurch. Ein paar Index. Kaiju Slumber geht, glaube ich, an die 4. Die Foolish Goods, die jetzt tot reprintet wurden. Yeah. Also hat man, ne, wir hatten die. Ja, dann können wir die auch hier hinpacken. So, die Goats sind nicht so teuer. Da hat er sich anscheinend ein paar Displays gegönnt, der Eja. Traden ist ganz gut. Der ist gut. Gott, einer davon war teuer, der glaube ich nicht. Ja, es war der aus der MP16 oder so. Ja. Der teure, der 6 Euro geht von den Galaxy Eyes Photo und Dragon Gedöns. Bla. Aha. Alles sehr nicht interessant. Oh, der ist doch ganz schön alt, oder? Aus irgendeinem Computerspiel. Ich denke mal, den können wir rauspacken. Na, noch eine Craze, die geht vom Zustand sogar. Noch ein Curious. Und wie immer, wenn ihr hier was seht, was ich irgendwie vergessen habe zu bewerten, weil ich halt nicht im Blick habe für die 10.000 verschiedenen Karten, dann. Oh, Junk Forward. Den habe ich immer überblättert, aber jetzt mittlerweile muss man ja bewerten. Ne? Würde ich mit 2 einrechnen, geht glaube ich immer noch so 3, 4. Die Goki-Spieler, den habe ich lange nicht mehr gesehen im Ankauf. Dann habe ich hier eine Kamen reingepackt. Ja, was ich sagen wollte, wenn genau wie sowas gerade eben passiert, dass ich so ein Junk-Forward einfach überblättere, dann bitte ab in die Kommentare damit und weist mich mal darauf hin, damit wir hier nichts vergessen. Aber ansonsten, wer es halt einfach nur gemütlicher verfolgen will, viel Spaß beim Zugucken. Vielleicht kann ich euch auch noch spontan irgendwelche Storys erzählen. Das kommt ja immer freie Schnauze. Ich habe ja hier kein Skript. Hier wird einfach alles durchgeguckt, berechnet, so gut ich kann. Und ab und zu kann ich euch ein paar kleine Storys erzählen zu den Karten, wenn ich hier irgendwelche interessanten Sachen im Kopf habe. Da kriegt man gleich noch 1 Euro für. Ah, einige Booster hat er sich geholt. Von den neueren Sets auf jeden Fall. Oh, ein Gamma. Den kann ich. Ja, doch, der geht an die 4. Den können wir auch mit 2 anrechnen. Noch ein Gamma. Also Special Editions war er auch gut am Start. Das Schöne ist bei solchen Spielern, die mir das so geben, alles ohne Hüllen und alles im guten Zustand zum größten Teil.
Damit kann ich erstmal schön alles verwerten und anfangen mit arbeiten. Das ist immer ganz schön. Hat hier zwar keine BLS IOC First dabei, also ich gehe mal da stark davon aus, dass hier nicht irgendwie sowas mit drin ist. Das heißt, keine Kracher, auf die man sich jetzt hier freuen könnte. Aber, ach naja, das ist vor allem alles auf Deutsch, das ist ganz gut. Da kann ich wieder das Sortiment erweitern, weil ich ja alles nur auf Englisch größtenteils habe. Und man kommt vor allem schnell voran. Ich meine, jetzt habe ich euch schon 500 Karten innerhalb der ersten 5 Minuten gezeigt oder so. Weil wir einfach nochmal durchblättern und das rauspacken, was interessant ist. Wenn jetzt hier irgendwelche DASA Superwares doch noch bewertet werden müssten, ich packe jetzt einfach nur die raus, wo ich halt weiß, okay gut, die verkaufe ich gerade am meisten. Babuska. Also langsam reicht es mir ja auch mal mit dem ganzen DASA-Kram. Ist ja auch langweilig für euch, wenn ja immer nur das gleiche kommt. Aber da müssen wir jetzt mal durch. Auf der anderen Seite habt ihr schon was anderes angegrinst. Das ist ziemlich cool. Das zeige ich euch am Ende. Das ist, glaube ich, so das Highlight der Sammlung hier. So, geht's jetzt hier drüben? Ne, hier geht's weiter mit. Ja, mach mal weiter mit Cummins. Das, was ich noch rausgesucht habe. Das war nicht viel, glaube ich. Hier fängt es an. So. Ja, habe ich die aus der LEDD2 oder wie das heißt, hier diese Ancient. Nee, was war das? Ancient Millennium? Ich habe da keine Ahnung, wie die Editionen heißen. Auf jeden Fall, ihr wisst schon, wo hier Pegasus und Panzerdraht dran sind, habe ich mal einfach so die guten mit rausgesucht und aus den Decks, die er sich gekauft hat, auch. Einfach nur so ein paar Sachen, die immer wieder gut weggehen. Halt wie in jedem anderen Unboxing mindestens eine Spiegelkraft drin, ne? Wenn nicht sogar mehr. Ja, so ein bisschen halt. Ne? Habe ich hier einfach mal rausgesucht. Das kann man noch gut verwerten. Ah, 20 Cent Haufen ist langsam voll. Dann haben wir hier noch eine Allure. Ich glaube, der ist auch nicht so viel. Der Topf ist, glaube ich, so eine der wenigen Karten, die im schlechten Zustand, aber das ist den Goat-Spielern dann manchmal doch egal. Hauptsache günstig und man kann es zocken. Habe ich gerade den Tourguide? Ja, genau. Packen wir mal noch einen dazu. Packen wir mal noch einen dazu. Ja, noch eine Spiegelkraft. Die Gates sind, glaube ich, gerade am Steigen durch die Danger-Monster, die sie gestern gespoilert haben. Das wird das nächste TCG-Only-Deck. Die sind, glaube ich, auch gerade ganz gut im Kommen dadurch. Und die Danger Monster sind, glaube ich, so das nächste Thema, womit ich mich beschäftigen möchte, spielerisch, weil die sind ganz cool. Also die sehen echt stabil aus. Und Abwurfeffekte können sich specialen, können was suchen. Der Duke geht, glaube ich, 1 Euro. Den können wir auch auspacken. Dann haben wir noch ein Urteil, das gibt schon auch 1 Euro. Die Wähler gehen mehr. Ja. Ja, das sind die Rares. Machen wir die jetzt mal. Oh, Danger. Nächste TCG-Only-Deck erstmal. Ah, die Schicksalsdamen, die kleinen, die kriegt man auch immer gut los, wenn man da mal alle auf Lager hat. Da gibt es dann doch mal so ein paar Casual-Fun-Spieler, die das Deck einfach mal haben wollen. Hat zwar nie was gerissen, aber die Mechanik ist ganz cool. Ein Scum geht 1 Euro, glaube ich. Burning Abyss hat ja letztens was gewonnen. Die Back to the Front können wir auch für 50 Cent mitnehmen. Da sind, glaube ich, gerade gar keine mehr da. Das Trudo auch sehr schön, dass die gehen auch langsam zur Neige. Ja, schön, dass die letzten Editionen immer so ein, zwei Rares dabei hatten, die sich gut verkaufen lassen. Dass man aus dem kleinen Kram halt auch was machen kann. Ich glaube, bei Exo war es der Clifford Genie, den man echt gut wegbekommen hat. Oder diese Noble Knight Zauberkarte. Das ist Wahnsinn, wie viel Noble Knight zurzeit verkauft wird. Kopierkarte geht, glaube ich, 2. Jo. Dann haben wir hier noch den Rest der Rares. Die können wir rauspacken, den glaube ich auch.
Die Meerjungfrau von den Albtraumrittern geht, glaube ich, nicht. Ah, das Sacker-like, das können wir rauspacken. Davon bitte mehr. Die Karte geht auch ganz gut raus. Noch einen Kaiju, die aber zurzeit irgendwie alle nicht wirklich gespielt werden. Weil man mehr auf diesen Rakugel-Modus setzen muss, damit man wenigstens 3 von 5 Monstern oder so bei Goki wegbekommt. So, das war's mit den Rares. Jetzt kommen wir zu dem hotten Shit. Einen Moment, ich muss mal hier kurz das noch trennen. Und dann gehen wir zu den Ultras. Die Ultras. Eine Spiegelkraft, wer hätte es gedacht. es wird einmal doch zu viele Karten in Hand. Ich halbiere das mal. Die können wir rauspacken als neue Ultra, auch wenn sie nicht wirklich teuer ist. Das interessiert ja eigentlich keinen. Das geht, glaube ich, noch 1 Euro. Jetzt sollte ich vielleicht ein bisschen langsamer machen und ein bisschen konzentrierter das Ganze durchgehen. Schauen wir mal PSV. Oh, das sieht ja ziemlich neu aus. Sick. Ist das jetzt von dem Reprint oder ist das wirklich noch von damals? Das war nicht First, aber ich glaube, mit 2 können wir es einrechnen. Ja, 4, 5 bestimmt irgendwie. Dafür kriegt man 1 Euro, bin ich der Meinung. Die sind, glaube ich, auch ein bisschen was wert. Dann haben wir hier noch Steine aus MP17. Die kann man auch mal mit 1 Euro berechnen. Ein Dusa-Solge, oh, das habt ihr mir letztens in den Kommentaren gesagt, was der geht. Habt ihr 8 gesagt? Ich glaube, ihr habt 8 gesagt, ne? Können wir den mit einem 5er einrechnen. Dann der Chakal war hier, glaube ich, was ein bisschen wert, aber auch nicht so viel. Ist ja gestiegen. Ich glaube, die letzten habe ich für 1 Euro verkauft. Ich verkaufe die jetzt mal für 1 Euro an. Nee, geben bestimmt mittlerweile 2. Die Majesty Maiden geht auch so 2, bin ich der Meinung. Aber es hat sich vielleicht auch einiges wieder geklärt, gedreht. Den Diabolus kann ich für 1 mitnehmen. Die Lilith ist nicht ganz so teuer. Die können wir für 1 Euro mitnehmen. Die ist nichts, das ist nichts. Die sind gut. Dann haben wir hier wieder die ganzen Reprint Exodia-Teile. Wie im letzten anderen Unboxing auch schon. Werft mich ruhig zu damit. Nee, das geht ja alles irgendwann mit der Zeit wieder raus. Checken nein. Sollte ich mit 1 Euro mitnehmen, aber dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Kann auch sein, dass sie teurer ist. Ist ja einer von den wenigen Zodiacs, den man noch spielen kann. Von den Exceeds meine ich. Und der zweite Teil Ultras kommt jetzt mit Dusa-Zeug und LC-Zeug. Wieder alles schön auf Deutsch, das ist wunderbar. Da kann ich das Sortiment dann erweitern, wie ich lustig bin, wie wir Zeit haben, bis die Leute durchbekommen bei mir. Jetzt wird ja gerade mein 4. eingearbeitet und ihr kennt ihn alle. Also ihr solltet ihn alle kennen, er arbeitet auch hier so ein bisschen bei YouTube mit. Auf dem Channel. Der Max, der hat mich angefragt. Hier, Jens, du brauchst doch noch jemanden. Wie schaut's denn aus? Und Max kenne ich ja schon seit 5 Jahren. Und deswegen habe ich gesagt, na, komm doch mal zum Probearbeiten vorbei. Und das lief ganz gut. Das hat er gut gemacht, die ersten Tage. Und dann habe ich eh noch was Großes anzukündigen demnächst. Das will ich euch nicht vorenthalten, aber heute noch nicht. Heute noch nicht. Ich habe da noch ein paar Gespräche. Und dann werde ich euch wahrscheinlich auch erzählen, was hier dieses Jahr noch bei mir passiert oder bei uns. So, habt ihr einen schönen Cliffhanger hier zum Fastende? Nee, ich habe ja noch die Secrets. Oh, ein Goblin. Der geht raus 6, 7. Ich würde mit 4 mitnehmen, der steigend. Ja, der ist gut. Ich habe jetzt auch mal erkannt, dass der gut ist. Ich habe mich immer gefragt, jetzt wo ich Trickster spiele. Oh Gott, steinigt mich bitte nicht. Hier, jetzt sind wir jetzt beim Highlight. Gleich mal ablenken von dem ganzen Trickster hier. Saphir Pegasus, habe ich extra noch nachgeguckt. Ich habe den für 35 im Angebot, im Exzellenzzustand. Und der sieht ziemlich gut aus, ist aber nicht First. Ich würde den mit 20 mitnehmen. Ich denke mal, das ist gerecht.
So. Und dann noch irgend so ein Crap. Ja, nee, jetzt wo ich für die EM getestet habe und dann mal Meta spielen möchte, war es dann doch irgendwie sinnvoller, mal Strix da rauszupacken. Ihr habt ja recht, ich muss auch mal wieder ein bisschen aktiver mitspielen. Ja, und dann habe ich den Goblin erst nicht drinne gehabt, weil ich dachte, ach, auf den kommst du da eh nicht. Ja, und dann habe ich das mal gut durchgezogen jetzt beim letzten Turnier. Mit Sündenböcken und so kommt man ja echt gut da drauf. Und ja, seitdem ist der top. Der Sperrfeuer, ich weiß gerade nicht. Die Zitadelle ist die. Die war doch mal, kann man richtig teuer. Teilweise auf 15 Euro. Jetzt der Reprint, 2 Mark, glaube ich, ne? Oder ein Superware aus dem OTS und jetzt ein Secret. Oder kam die doch nicht im OTS? Das weiß ich gerade gar nicht. In Secret können wir ein bisschen teurer ansetzen. Ein Drachenschlucht ist, glaube ich, auch ein bisschen was wert. So, nicht, dass wir jetzt hier irgendwas überblättern. Die Hate Runate ist, glaube ich, gerade gestiegen, ne? Auch hier wieder einiges Cooles dabei, wo ich mich gerade ein bisschen konzentrieren muss. Mein Redefluss ist gerade ein bisschen dezent geschwächt. Oh, das wird mir zu viel hier. Mensch. Na klar, rutsche von A nach B. So, zack. So, Secrets. Nochmal hier ordentlich, bitte. Das können wir auch noch rauslegen. Das können wir auch noch rauslegen. Die ist, glaube ich, auch noch ein bisschen was wert, genauso wie das. Und die anderen sind bla. Gut, ich weiß nicht, war das hier ein. Ne, das war keine Short. Zweiter Teil Secrets, dann haben wir es geschafft, Leute. Das ist ja jetzt das Ende. Haben wir hier noch was Cooles drin? Ich glaube, der Beat, der geht gerade auf die 5. zu in Englisch. Ist der hier dabei? Leider nicht. Noch ein Belzer. Lasur-Eis. Der geht auch an die 2. Der geht ein bisschen mehr. Die ganzen Zodiacs, die verboten sind. Naja, berechnen wir sie mit. Der geht 4. Den packen wir raus. Hier, das sind alles ganz coole alte Sachen. Gut, zu viel gequatscht. Gehirn ist erstmal Matsch. Ich mache jetzt erstmal eine Pause, noch ein Pegasus und rechne hier auf. Das ist so schlimm, wenn ich einmal angefangen mit reden. Muss mich gerade so zusammenreißen. Ah, hier haben wir noch ein paar neue Sachen. Trisbenia, ich glaube, der geht an die 8. Ne? Ible ist, glaube ich, wieder gesunken. Oh, was glitzt da denn hier? Dann würde ich mit 12 einrechnen und die. Das ist eine gute Frage. Da gucke ich, glaube ich, mal nach, was die aktuell geht. Gut, bis gleich. Ich rechne auf und gucke mal was nach. Ich bin zurück, Ian. So, die geht immer noch 60. Habe ich jetzt mit 30 eingerechnet. Und damit komme ich dann auf eine Summe von 128,20. Halt noch 20 Euro für den Bulk. Das waren jetzt so circa 500 Karten. 4 Cent. Knapp 200 lagen auf dem Tisch. Dann die 11 Euro für die Commons. Ja, und insgesamt würde ich dir anbieten 230 Euro. Melde dich dann ruhig mal über Facebook, da hat man ja schon geschnackt, ob das ja so passt. Für alle anderen, lasst ein Like oder Abo da, falls es euch gefallen hat. Falls ihr auch Karten habt, die ihr verkaufen wollt, egal zu welchem Kartenspiel, also Pokémon, Yugi, Magic, Force of Will, da taste ich mich auch gerade dran und Final Fantasy, aber bis jetzt läuft das noch nicht so gut an. Wie dem auch sei, meldet euch ruhig mal über CardMarket, Facebook, E-Mail oder hier über YouTube, über die E-Mail-Funktion. Obwohl ich nicht oft reingucke, Facebook ist da immer noch ein bisschen entspannter. Gut, das war's an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal, euer Jens.